1997 erstmals verliehen, erinnert der Eugen-Bolz-Preis an den in Rottenburg geborenen ehemaligen württembergischen Staatspräsidenten, der sich gegen das NS-Regime stellte und seinen Widerstand letztlich mit dem Leben bezahlte. Seither zeichnet der zugehörige Stiftungsrat alle 2 bis 4 Jahre eine Persönlichkeit aus, die sich ganz nach dem Vorbild von Eugen Bolz aus religiöser Verantwortung heraus in besonderer Weise um Wissenschaft, Politik und Publizistik, Rechtsstaat und Verfassung verdient gemacht hat. Gestern war die Preisverleihung. Fußballfans dürfte der Name auf jeden Fall ein Begriff sein. Gerald Asamoah ist der Gewinner des Eugen-Bolz-Preises 2023. Der ehemalige Profi, der während seiner Karriere unter anderem für Schalke 04 aktiv war und es auf 43 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gebracht hatte, unter anderem bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2006, nahm die Auszeichnung am Samstagabend in der Rottenburger Stadthalle entgegen. Den Preis bekommt er aber nicht für seine sportlichen Leistungen, sondern für sein Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung. Der gläubige Christ wurde bereits selbst Opfer von Rassismus. Deswegen bedeutet das für ihn auch, sehr, sehr viel. Gott ist eine Ehre, dass man den Arbeit, die man macht, anerkennen wird. Und für mich geht es schon darum zu sagen, ich brauche keinen Preis, sondern es geht darum, dass den Job, das wir machen, dass jeder einfach mitmachen kann, dass jeder einfach Zivilcourage hat, dass jeder aufsteht und sagt, ey, das hat bei uns hier keinen Platz. Und deswegen ist für mich ein Dankeschön, klar zu merken, dass Leute merken, dass ich hart das alles dafür tue, aber trotzdem sage ich, ist eine Ehre für mich, einfach den Preis zu bekommen. Mit ausschlaggebend für den Preis war Asamoahs Einsatz beim Projekt Schule gegen Rassismus, bei dem Kinder für das Thema sensibilisiert werden sollen. Wenn man halt die Chance hat, als meine Person einfach dazu zu kommen, einfach den Kindern den Mut zu geben, Respekt zu geben, deswegen bin ich da. Und das macht mich einfach mal stolz, weil ich sage es immer, Kinder sind die Zukunft. Und wenn man die Chance hat, Kinder dahin zu bewegen und zu verstehen, dass wir alle gleich sind, was immer mehr. Die Vorbildfunktion, die zum Beispiel Fußballer haben, war auch bei der Preisverleihung Thema. Rottenburgs Oberbürgermeister Stefan Neher betonte bei seinem Grußwort, dass gerade Sportler viele Menschen für ein Thema wie dieses sensibilisieren können. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel erklärte, dass Asamoahs Engagement gerade in Zeiten, in denen das Thema Rassismus aktueller sei denn je, besonders wichtig ist. Das hat auch Asamoah selbst registriert. Für die Zukunft hat er deshalb ein klares Ziel. Weitermachen. Ich glaube, es ist ein Kampf. Ich glaube, es ist dadurch, dass ganze Social Media jeder anonym sich aussagen kann, Meinungen sagen kann, talken sehr, sehr viele Sachen. Aber trotzdem heißt es mal weitermachen, weiterkämpfen, Zivilcourage zeigen. Zuerst einmal bekam Asamoah den Preis aber offiziell überreicht. Und auch in das Goldene Buch der Stadt durfte er sich eintragen. Asamoah ging die Verleihung sichtlich nahe, vor allem, als er in einer Dreierrunde über sein Engagement sprach. Was er mit dem Preisgeld, immerhin 5.000 Euro, machen wolle, wisse er noch gar nicht, sagte Asamoah, der nach der Feier auch noch den einen oder anderen Autogrammwunsch erfüllte. Auf jeden Fall aber wolle er es einer Organisation zugutekommen lassen, die sich ebenfalls gegen Rassismus und Diskriminierung engagiert.